Er sagt, ich bringe frohe Botschaft. Sagt von sich selber, ich bin gekommen, um zu bestätigen. Frohe Botschaft, was ist das für eine Mitteilung? Was muss das für ein Mensch sein? Schaut mal, als dieser Mensch geboren worden ist, ist das Universum erhellt, subhanallah. Das Universum ist erhellt. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, erwähnt ein Wort. Er hat ein Wort, liebe Geschwister, gesagt. Er sagt, Al-Jannah, das Paradies, ist der Lohn dafür, für was? Wenn wir zusammenkommen, sitzen, hören und Allahu Ta'ala gedenken. Der Erste sein wird, der am Paradiestor den Türring, subhanallah, an die Tür dran schlagen wird und wird gefragt, der Wächter vom Paradies wird fragen, wer ist es, der vor der Türe steht? Und er wird sagen, ich bin es, Muhammad ibn Abdullah, subhanallah. Na, was wird er antworten? Mir ist befohlen worden, für niemanden die Tür zu öffnen, außer für dich. Außer für Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, für niemanden anders. Kommt, und du dein blaues Wunder erleben wirst. Und du sagen wirst, ja, jetzt will ich, aber jetzt nicht mehr geht. Weil danach ist vorbei. Wenn du stirbst, deine Taten hören auf. Danach willst du vielleicht ein Betgebet aussprechen, geht nicht. Dann willst du dich einmal niederwerfen, geht nicht. Dann willst du einmal sagen, Astaghfirullah, geht nicht. Dann willst du einmal Koran lesen, geht nicht. Alles wird dir nicht erlaubt. Willst du auch an diesem gewaltigen Tag mit dem Gesandten Allahs sein? An diesem Tag, wo die Menschen wie trunken sein werden. Und die Erde wird in eine andere Erde verwandelt, subhanallah. Wenn der Himmel brüchig wird und zusammengerollt wird wie Schriftrollen, unvorstellbar für uns. Er geht zurück zu seiner Frau. Eine ehrenhafte Frau. Nicht irgendeine Frau, subhanallah. Khadija radiallahu anha. Ich meine, wenn wir diesen Namen aussprechen, kommt Stolz in unsere Brust hervor, subhanallah. Weil wir wissen, dass diese Menschen sich aufgeopfert haben für diese Religion. Was hat er zu dieser Frau gesagt? Hüll mich ein, hüll mich ein. Denn gerade, subhanallah, stellt euch vor, dem ist hier auf den Baum gekommen, dass er ein Gesandter ist. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist nicht irgendetwas. Wir haben dich gerade in die Nationalmannschaft aufgenommen. Wir haben dich gerade in unsere Gewerkschaft aufgenommen. Du bist jetzt Klassensprecher. Du bist Gesandter Allahs. Der geht zittrig nach Hause. Er kann es selber nicht fassen, was gerade passiert ist. Jibril a.s. kommt zu ihm. Allahu Akbar. Und sagt ihm, dass er ein Gesandter ist. Und schaut mal diese Frau. Nachdem er es ihr erzählt hat. Sie hat nicht gesagt, was erzählst du, oder geh weg. Sie hat ihm sofort geglaubt. Sofort. Sie war die Erste, die den Islam angenommen hat. Allah. Und was ist mit einem Mensch, der sich nicht vor Allah niederwirft? Der sich nicht vor Allah niederwirft. Der sich zu schade ist, sich niederzuwerfen. Und der das versucht, liebe Geschwister, zu umgehen. Und das Gebet, subhanallah, nimmt nichts von dir weg. Weil nicht mal eine Stunde vom ganzen Tag. Wenn du 5 Gebete zusammentust, ist das nicht mal eine Stunde vom ganzen Tag mit Wudu, mit Abdes, mit Gebetswaschung. Und du wirfst dich vor Allah nieder und bittest zu Allah und rufst zu Allah und fühlst dich auch innerlich besser. Und Allah segnet dein Leben, weil guck mal, Allah gibt dir alles. Allah gibt dir das Leben und Allah gibt das Sterben. Allah lässt dich atmen, Allah lässt dich gehen, Allah lässt all diese Dinge tun. Schau mal an die Schöpfung, wie der Bruder sagt, Zeichen in uns. Es gibt Zeichen in uns, die uns beweisen, dass Allah so existiert und dass die Leute nachdenken. Schau mal die Schöpfung des Menschen. Schaut eure Hände, liebe Geschwister. Wie ein Bruder uns mal gesagt hat, wenn wir unsere Hände nicht hätten, mussten wir essen wie Tiere. Mussten wir uns mit dem Mund zum Teller beugen, mit dem Mund essen. Konnten nicht das Essen zu unseren Münden führen, liebe Geschwister. Wenn wir nur keine Hände hätten. Stell dir das mal vor.